euch manchmal auch so wie mir. Da liege ich im Bett. Ich kann einfach nicht einschlafen. Dann überlege ich mir manchmal, wie das alles entstanden ist. Die hohen Berge. Das weite Meer. Pflanzen. Und Tiere. Woher sind die gekommen? Es gibt Leute, die probieren, das herauszufinden. Und? Sie messen. Weil der Mond manchmal uns so scheint. Gleich darauf runter. So. Dort, wo unser Märchen spielt. Dort erzählt man sich den Traum. Vor langer, langer Zeit, als die Erde noch nicht gegeben hat, sind schon die Sterne am Himmel gestanden. Und zwischen den Sternen ist die Himmelstänzerin gewesen. Jeder Stern hat seinen Ton. Und so tanzt sie zu dieser Musik. Und so ist der Nordwind entstanden. Ist nämlich das erste Wunder geschehen. Der Regen hat unaufhörlich auf die Erde nebenprasselt. Unter der Sonne und dem Regen hat die Erde angefangen zu grünen. Und Blumen. Giraffen. Die Marder. Wildschwein. Elefanten. Tiersch. Dreh. Irgendwann ist der Gückel auf einen Stein verflogen. Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht so, dass es uns gut geht, weil die Sonne auf uns abscheint? Darum lasst jetzt meinen Vorschlag. Wir müssen die Sonne verheiraten. Wenn wir zwei Sonnen haben und noch viele kleine Sonnen dazu, dann wird das unerträglich heiß werden. Die Sonne hat das auch gehört. Hinter einer dunklen Wolke hat sie sich kopfüber ins und stieg das Himmelszelt.
weil sie ihre Freunde auf dieser Erde auch nicht vergessen kann. Lai, 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 lai.